herzlich willkommen im neuen Video, heute aus Kroatien. Wir bieten Ihnen bei Heidegger ja ganz verschiedene Kroatienreisen an und deswegen zeige ich Ihnen heute nicht die Highlights einer bestimmten Tour, sondern ich zeige Ihnen Impressionen meiner liebsten Orte hier in Kroatien. Hören Sie die Zikaden? Hier sind wir auf Uglian, ein wunderbarer, stiller Ort, um einsam zu wandern. Hier gibt es sie, duftende Kiefernwälder und kein Laut als das Zirpen der Zikaden und das Knirschen der Schritte. Und beim stillen Sonnenuntergang lässt es sich herrlich genießen und träumen. Wo wir hier sind, ist es ein bisschen weniger einsam. Aber dafür ist die Natur hier unglaublich spektakulär. Wir sind an den Steilklippen der Südspitze im Naturpark der Insel Dugi Otok. Wer sich diesen Klippen nähert, sollte sein Boot im Griff haben. Und als Spaziergänger ist man am besten schwindelfrei. Unter den vielen schönen Hafenstädten Kroatiens möchte ich Ihnen heute Zadar zeigen. Und so wie seine berühmteren Schwestern Opatija oder Rijeka, kann auch Zadar auf eine reiche Geschichte zurückblicken. Es gibt hier ein römisches Forum und hier, wo heute die Superjachten stehen, standen früher die Schiffe Venedigs. Denn seit 1409 gehörte Zadar zu Venedig. Und die Venezianer befestigten die auf einer Halbinsel gelegenen Stadt mit einer großen Ringmauer, die wir uns nachher gleich anschauen. Und in die Altstadt setzen wir jetzt erstmal über. Jetzt sind wir auf der historischen Altstadtseite von Zadar, genau an den Befestigungsanlagen, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Sie wurden von den Venezianern erbaut im 15. Jahrhundert, als Zadar von den Türken bedroht wurde, die schon das ganze Hinterland erobert hatten. Und vom venezianischen Erbe zeugt immer noch der Markuslöwe. Was man in Zadar neben schönen Kirchen und trubeligen Gässchen nicht verpassen sollte, ist der Fischmarkt. Der ist allerdings nichts für zarte Gemüter. Jetzt sind wir an einer ganz besonderen Attraktion von Zadar, die Sie zwar nicht sehen, aber dafür hören können. Hören Sie mal her. Was Sie da hören, sind die Töne der sogenannten Meeresorgel. Unter uns befinden sich nämlich 35 bis zu 70 Meter lange Orgelpfeifen, die aber nur durch die Kraft der hereinströmenden Wellen Töne erzeugen. Thank you.
Wie endet ein gelungener Tag in Kroatien? Natürlich mit einem leckeren Essen in der Taverne. Und bevor ich nun gleich zum Fischessen rübergehe, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen auf Kroatien. Die Programme unserer Heidegger Kroatienreisen verlinke ich Ihnen unten in der Videobeschreibung. Macht's gut, Ihr Johannes Rauser.